Hallo und Halleluja, meine Lieben. Ich war heute im Sumpf. Ja, so sehe ich aus, nicht nur oben rum, sondern auch unten. Meine Füße sind gerade in der Waschmaschine, wollte ich sagen. Meine Schuhe sind gerade in der Waschmaschine. Meine Intuition hat mir gesagt, Daniela, heute brauchst du ein bisschen festeres Schuhwerk als sonst. Ich bin ja mit so Barfußlatschen unterwegs, auch im Winter. Und ich habe verschiedene Wärmestufen. Und ich habe halt die dünnsten angehabt, die man eigentlich im Sommer anzieht. Meine Intuition, mein Gefühl hat mir gesagt, Daniela, heute brauchen wir andere Schuhe. Aber nein, Daniela, ach komm, nee, brauchen wir nicht. Ich bin wirklich versumpft. Ich bin heute ein bisschen versumpft im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde später auch noch ein Video dazu teilen, ein Short. Und es war so schön, ja, ein bisschen im Matsch gespielt heute. Boah! Oh Mann, aber jetzt bin ich zurück. Und ich hatte auch eine kleine Knutscherei mit der Sonne. Ja, ich wurde von der Sonne geküsst. Machen auch immer die YouTuber. Jetzt aber zu den ernsten Sachen. Daniela, jetzt wird's ernst. Ja, ich kann auch anders. Also, und zwar, ich mache mir gerade Gedanken, also ich mache mir nicht so wirklich Gedanken, ich hatte den Impuls, also ich denke drüber nach, wie auch immer, auf jeden Fall hatte ich den Impuls, weil ich aktuell sehr viele Coaching-Anfragen bekommen, aber ich mache ja keine Einzelcoachings, schon sehr lange nicht. Und ich mache ja immer wieder mal so andere Angebote, sage ich jetzt mal, die keine Einzelcoachings sind und sowas dazwischen. Also ist auch witzig, ne? Gerade habe ich gegackert wie ein Huhn und jetzt komme ich hier mit Coaching-Angeboten. Wer will sich von mir coachen lassen? Und ja, das, was ich habe, ist ansteckend. Die Liebe ist ansteckend und die gute Laune ist ansteckend. Ja, das schon mal als Info vorab. Genau, also nochmal, ich versuche es nochmal. Denk an was Ernstes, denk an was Ernstes. Fällt jetzt nichts ein, Gott. Also. Genau, also weil ich bekomme immer wieder Coaching-Anfragen und ich mache keine Einzelcoachings. Ich mache nur so oder habe bisher nur so längere Coachings gemacht, die über mehrere Monate hinweg gehen. Und ich bin aber im Überlegen, ob ich so ein kleineres Paket mache, so was weiß ich, 3 Coaching-Sessions. Weil das Ding ist, ich schreibe nicht gerne Rechnungen. Deswegen möchte ich wenig Rechnungen schreiben und deswegen möchte ich nicht so viele Menschen coachen. Nee, ich bin nicht so eine Freundin von so viele Einzelcoachings, weil ich mich auch gerne auf Menschen einlasse und auch gerne so ein bisschen länger mit jemandem arbeite. Und jetzt bin ich eben am Überlegen, da so eine, was weiß ich, 3er-Session oder so mal wieder rauszugeben. Und ansonsten sind natürlich auch meine Kurse, die ich plane, online zur Verfügung zu stellen, sind auch in Planung, dass man dann quasi im Selbststudium sich selber helfen kann. Boah. Ich sehe wirklich aus wie so ein Moorhut. Ey, die haben mich heute auch alle angeguckt. Also ich war lange Zeit alleine und dann kamen doch ein paar Leute mit so Wanderschuhen, ne? Und ich hier mit meinen dünnen Schüchen. Die haben mich angeguckt, als würde ich irgendwie aus dem Busch kommen. Und nein, ich hatte noch nicht diese Frisur, die habe ich mir jetzt gerade so gemacht. Und irgendwie passt es aber jetzt auch zu dem Thema mit dem Moorhuhn. Oh Mann, ich sag's euch wirklich, ab einer gewissen Frequenz ist irgendwie, verändert sich das ganze Leben, ne? Weil man sieht es aus der höheren Perspektive, man weiß, alles wird gut, weil alles gut ist und irgendwie ist man dann so wie so, man fühlt sich so ein bisschen wie so dauerbenebelt, also aber positiv und man ist aber trotzdem klar und bei sich. Und deswegen aufpassen, weil wer mit mir Kontakt hat,
ist gefährlich. Ich hatte auch tatsächlich eine Wohnungsbesichtigung. Ich fand die Wohnung, also jetzt nicht, ist schon ein bisschen her, aber ich fand die Wohnung, fand ich schön. Aber es war nicht meine Wohnung. Und der Vermieter, der fand mich aber sehr gut. Und er war dann ein bisschen enttäuscht, wie ich mich nicht für die Wohnung entschieden habe. Und da ist mir wieder so bewusst geworden, ey Daniela, eigentlich, wirklich eigentlich müsstest du eine Wohnung umsonst bekommen. Weil wenn du da energetisch bist und arbeitest, ja, der deine Energie bekommt und du dann auch noch Miete zahlst dafür, es ist nicht fair. Also, sorry, wenn das jetzt überheblich klingt, aber es ist nicht fair, weil die Energie von einem selber arbeitet ja auch. Deswegen, wenn der Vermieter direkt nebenan wohnt, sehe ich es nicht ein, dass ich Miete zahlen muss. Nee. Es ist einfach nicht fair. Zahle ich ja doppelt. Ja, ihr denkt euch jetzt, ich fange an zu spinnen, aber das Ding ist wirklich, das ist ja auch in der Arbeit, viele von euch wissen gar nicht, was sie für eine wertvolle Energie haben, arbeiten und bekommen dafür ein bisschen Lohn, freuen sich drüber, aber eigentlich ist der energetische Wert viel höher und eigentlich ist die Bezahlung völlig unterbezahlt, nur der Chef dreht den Spieß so ein bisschen um und lässt es anders dastehen, stellt es anders dar. Hatte ich auch schon mal in der Situation, ist erst dann rausgekommen, als ich den Job gekündigt habe. Ja, das war ein extrem narzisstischer Chef. Und dann eines Tages habe ich gesagt, den hier, ne? Und dann ist er erst richtig wütend geworden. Siehe Video, Schmerz und Wut wurden uns als Liebe verkauft. Das ist ein Video auf YouTube. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, sich das anzugucken, weil so wurde ich konditioniert. Entweder man war wütend oder man hat geheult, was ja beides keine Liebe ist. Und das hat sich bei mir so durchs Leben gezogen auch, ne, weil wir haben ja unsere Themen, werden uns immer gespiegelt, auch wenn wir angestellt sind. Und das hat mir auch mein Chef damals gespiegelt, weil erst als ich gekündigt habe, wollte er mir drohen, dass er mir kein Einsatzzeugnis schreibt, weil ich mal irgendwann frech war und eine Abmahnung dafür kassiert hatte. Was auch total bescheuert war, weil, ich sag euch eins, ich hatte einen Vorgesetzten und wirklich ganz ehrlich, ich respektiere jeden Menschen, außer er respektiert sich selber nicht, dann ne, geht's auch nicht bei mir. Und dieser Vorgesetzte, der mir weisungsbefugt war, kam eines Tages, also ich erzähle kurz, warum ich die Abmahnung bekommen habe, die ich übrigens nie unterschrieben hatte. Auf jeden Fall, mein Vorgesetzter kommt ins Büro, guckt mich an, es war Winter, und sagt, Daniela, meine Mama hat mir 2 linke Handschuhe eingepackt. Guckt mich so an, so ganz überfordert. Und ich schaue ihn an und sage, was will sie dir damit wohl sagen? Ich glaube, dass du 2 linke Hände hast. Und dann habe ich, ich liebe ja meine Witze, ich fand es sau witzig. Er fand es überhaupt nicht witzig. Er ist dann zum Chef gegangen und hat mich verpfiffen, weil ich respektlos ihm gegenüber war. Ja, dann saß ich irgendwie eine halbe Stunde später, saß ich mit ihm und dem obersten Boss im Besprechungsraum, weil ich frech war. Und dann hieß es so, Daniela, du hast den XY beleidigt. Was ist denn da los bei dir? Und ich so, bei mir? Was ist bei ihm los? Also, dann wurde mir gesagt, das ist respektlos. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ein Vorgesetzter, der erstmal, der meinen Humor nicht versteht, sorry, sorry, not sorry, ist nicht mein Problem. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wenn er nicht in der Lage ist, mit mir 1:1 einen Konflikt, der entstanden ist, erstmal persönlich zu klären, sondern gleich zum Chef läuft wie ein kleiner Junge und mich verpetzt und es nicht selber in der Lage ist zu lösen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt noch weniger Respekt vor dem als vorher. Ich hatte vorher schon keinen Respekt vor dem und jetzt habe ich noch weniger Respekt. Und dann gucken die mich an
Und also ich sage euch eins, ich habe mich klein halten lassen, ich hatte so Phasen, ja, aber dann hatte ich auch wieder so Phasen, ja, da immer wenn ich meinen Wert erkannt habe, auch in der Arbeit, ich wusste, wie wertvoll ich da bin, ja, ich habe es einfach rausgehauen, ne? Und dann gucken die mich so an, so, ach du Scheiße. Und der Danilo kriegst jetzt eine Abmahnung, weil du hast ihn beleidigt. Und ich so, ja, nee, sorry. Leute, ganz ehrlich, kann ich nicht für voll nehmen. Ja, wenn der keinen Humor hat und wenn der Respekt möchte, muss er sich erstmal lernen, selber zu respektieren, sonst bekommt er den von mir auch nicht. Und wenn er gleich bei einer Kleinigkeit zum Chef läuft und mich verpetzt, dann habe ich noch weniger Respekt. Okay, aber danke schön fürs Gespräch. Das war der Grund für die Abmahnung. Als ich dann gekündigt habe und wieder bei diesem obersten Boss saß quasi, hat er gesagt, Daniela, du kannst nicht kündigen. Und ich so, warum? Sind wir, weiß ich was nicht, sind wir verheiratet? Auch da, ich könnte mich auch scheiden lassen, ja, aber ich kann auch kündigen, ja. Also ich glaube nicht nur, dass du anderen kündigen kannst, so wie du es zuvor gemacht hast, auch ich darf kündigen, wenn ich meine Rechte richtig interpretiert habe. Er so, nee, du kannst nicht kündigen. Und dann plötzlich, so, was haben wir denn für ein Druckmittel? Hat man genau gesehen, so denk, denk, denk. Daniela, ich schreibe dir aber kein Einsatzzeugnis, weil du hast ja eine Abmahnung. Und ich sag euch eins, wirklich Kindergarten eigentlich, aber so geht es in der freien Wirtschaft zu. Da wird Kindergarten gespielt, da haut man sich mit der Schaufel gegenseitig auf den Kopf. Und diese Menschen sind an der Macht, ja, häufig. Diese emotional etwas zurückgebliebenen, möchte ich es nennen. Auf jeden Fall, dann kam die Drohung, Daniela, wenn du kündigst, ich schreibe dir kein Einsatzzeugnis, weil du hast ja eine Abmahnung. Und dann habe ich mich so hingesetzt, habe ihn so angeguckt, habe gesagt, ich sag dir eins, ich werde hier nicht eher aufstehen, bevor ich ein Einsatzzeugnis bekommen habe, denn ich weiß, was ich hier getan habe. Ich weiß, was ich hier bewirkt habe. Ich kenne die Zahlen. Und das weißt du auch. Und bevor ich das Einsatzzeugnis habe, werde ich hier nicht aufstehen, sondern sitzen bleiben. Und dann? Was ist dann passiert? Taktikwechsel. Denk, denk, was haben wir jetzt noch für einen Joker im Ärmel? Eigentlich wollen wir sie ja nicht. Eigentlich wollen wir sie ja behalten. Ja? Was macht man jetzt? Erstmal wütend, gedroht, versuchen klein zu halten. Hat alles nicht funktioniert. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was haben wir noch für Werkzeuge gelernt in unserer Kindheit? Dann kam die Heulnummer. Nein, Daniela, bitte, du darfst nicht kündigen. Du bist so wertvoll. Solche wie dich gibt es kaum in der Firma. Du bist so wertvoll. Und ich so, jetzt bin ich plötzlich wertvoll. Interessant. Interessant. Gerade war ich noch respektlos und was weiß ich nicht alles. Jetzt bin ich wertvoll. Und genau das sind die Punkte, wo viele mächtige Menschen als Werkzeuge nutzen. Das ist einmal erst Wut, Unterdrückung. Und wenn du da aber schon durch bist und erkannt hast, Junge, das zieht bei mir nicht mehr, ja, dein verletztes Kind-Theater, Theater. Ne, man könnte auch einfach von Anfang an offen reden. Ne? Also, ne, erst Geschrei, Wut und dann Gejammer, Geheule und nein und ne, man könnte ja einfach von Anfang an, gerade als Vorgesetzter, einfach den Mund aufmachen und sagen, Daniela, hör mal zu. Lass uns reden. Lass uns reden. Ganz normal. Ohne Spielchen. Ja? Du bist eine wertvolle Mitarbeiterin. Wieso möchtest du kündigen? Was passt dir in der Firma nicht? Was können wir verändern, damit du bleibst?
Denn ich möchte dich nicht als Mitarbeiterin verlieren, weil du sehr wertvoll bist. Hätte man ja gleich mit offenen Karten spielen können. Ich habe aber auch gesagt, pass mal auf, ich bin an dem Punkt, ich kann mich nicht mit den Werten der Firma identifizieren, ich kann mich nicht mit dem identifizieren, was hier abläuft, wie hier Menschen unterdrückt werden, wie hier Menschen alle dann nacheinander krank werden, weil sie den Druck nicht mehr aushalten. Und so eine Mitarbeiterin möchtest du gar nicht behalten, weil ich mich nicht mehr damit identifizieren kann. Also bin ich für die Firma nicht mehr gut, sondern eher schädlich. Ja, deswegen das nochmal so als kleiner Hinweis. Viele, die denken, oh, die Daniela ist ja süß und die ist ja oh, kindlich und oh. Aber die hat ja keine Ahnung vom Business oder von der Wirtschaft. Ich sage euch eins, ich habe schon Ahnung. Und ich merke das auch, wenn Menschen andere schlecht behandeln, weil ich selber auch schon erlebt habe. Und ich kann euch nur eins sagen, dass man im richtigen Moment seinen Wert erkennen darf und auch seinen Mund aufmachen darf. Und dann wirst du erkennen, wie sich das Böse plötzlich verändert, weil das Böse, Menschen, die wütend sind, in Wahrheit immer aus dem verletzten Kind handeln und das ihr Werkzeug ist, was sie gelernt haben in der Kindheit. Wut, Unterdrückung. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt das Geheule. Aber wenn das auch nicht mehr funktioniert, dann sind sie am Ende. Und dann erkennst du, wer in Wahrheit die Fäden in der Hand hat. Erst dann. Und dieses Gefühl wünsche ich vielen oder allen möglichst, die jetzt noch unterdrückt werden oder wurden, egal von Vorgesetzten oder von Partnern oder von Familie, von wem auch immer du unterdrückt wurdest. Viele wurden hart und verschlossen, weil sie dachten, dadurch bekommen sie Respekt und Wertschätzung. Ich habe genau das Gegenteil gemacht irgendwann. Ich habe mich geöffnet. Ich bin jetzt so, wie ich wirklich im Herzen bin. Ich bekomme trotzdem Respekt und ich respektiere auch Menschen, die mich respektieren. Ich muss mich nicht mehr verschließen und hart werden, sondern ich kann auch mal durch die Gegend gackern und mich völlig lächerlich machen, weil ich meinen Wert genau kenne. Und das ist nicht überheblich gemeint, sondern ich weiß, dass ich nicht die dümmste Nudel hier bin. Ich weiß, was meine Energie bewirkt. Und ich habe es schon oft erlebt, wie das Menschen ausnutzen wollten oder ausgenutzt haben. Und das ist nicht okay. Du darfst deine Energie mit der Welt teilen. Aber ausnutzen lassen oder sich unterdrücken oder klein halten lassen, das sollst du nicht. Ja? Und deswegen kann man sich erst dann auch wieder öffnen und auch mal durch die Gegend gackern, wenn man gelernt hat, Grenzen zu setzen und wenn man auch seinen Wert, auch energetisch, kennengelernt hat. Und die Menschen, die andere unterdrücken, unterdrückt haben oder unterdrücken wollen oder klein halten wollen, das sind keine starken Menschen. Weil es ist ein Zeichen von Schwäche, das zu tun. Und wenn man das durchschaut hat, verlieren solche Menschen ihre Macht, weil du sie für dich wieder erlangt hast. Und ich sage euch eins, und das habe ich in vielen Situationen immer schon intuitiv gemacht, ich habe immer den Mund aufgemacht. Ich habe mich nicht klein halten lassen und da konnte vor mir sitzen, wer mochte. Es war mir egal. Ja, ich war auch mal mit irgendwie einem Bürgermeister von Vietnam irgendwo, bin da so reingeraten. Dann kamen so Trinkspiele und ich trinke das nicht auf Ex. Und alle so, das ist der Bürgermeister von was weiß ich nicht was. Und ich so, es ist mir völlig egal, wer da vor mir sitzt. Ich trinke Alkohol nicht auf Ex. Jetzt trinke ich gar keinen Alkohol mehr. Aber auf Ex habe ich noch nie getrunken. Und ich so, wenn der mich nur mag, wenn ich das mit ihm auf Ex trinke, sorry, dann haben wir jetzt ein Problem, wir zwei. Also ich habe keins, wenn dann er. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Man stellt sich häufig zurück, weil man anderen gegenüber höflich sein möchte. Das ist aber so geheuchelte, falsche Höflichkeit.
Ja, man verrät sich selber und man macht was, worauf man keine Lust hat, nur weil es der andere sonst nicht als respektvoll erachtet. Aber es hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, wenn du nicht auf Ex trinkst, ja, oder wenn du deine Meinung vertrittst. Und das habe ich wirklich immer in den richtigen Momenten, habe ich immer klare Ansagen gemacht. Also ja, nicht immer, aber dann, als ich wieder in meine Kraft kam, ja, mehr und mehr, dann schon. Und deswegen, was das Thema Respekt betrifft, habe ich keine Hierarchie im Sinne von, oh, da ist jemand über mir, der muss es ja wissen, Daniela, da hältst du mal die Klappe. Nee, nee, nee. Gegenteil. Da darf man den Mund erst recht aufmachen, weil wenn so eine Person, die Ansehen oder Respekt genießt, auch irgendeinen Blödsinn daher redet, dann glauben das ja alle und laufen hinterher und machen das. Da hatte ich auch mal eine Situation in der Firma, da hatten wir eine Schulung und was weiß ich, 50 Leute oder so in der Schulung. Und ich sage euch, der die Schulung abgehalten hat, der hat nur lauter Müll erzählt, also wirklich, und ich die ganze Zeit nur, also Entschuldigung, wie können Sie das sagen? Nee, das sehe ich ganz anders und das können Sie doch so nicht sagen und nee, 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 und das ist anders und ich habe den ständig unterbrochen, bis er mir irgendwann den Mund verboten hat. Ich kann meinen Mund da nicht halten. Ich kann meinen Mund da wirklich nicht halten. Und klar, ne, die Wahrheit ist immer, es liegt immer im Auge des Betrachters, aber das waren so Sachen wie, wenn der Kunde anruft, dann musst du so tun, als wüsstest du Bescheid, auch wenn du nicht Bescheid weißt. Und dann habe ich gesagt, wieso soll ich das machen? Ich kann doch auch sagen, lieber Kunde, ich bin der falsche Ansprechpartner, ich helfe dir gerne weiter. Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ich hole einen Kollegen, der es weiß. Ich muss doch nicht so tun, als ob wenn ich keine Ahnung habe. Und er so, ja. Und irgendwann so, oh, Frau Kögler, jetzt bitte, seien Sie mal ruhig. Und ich so, okay. Dem Müll, den sie. Aber ich habe meinen Mund gehalten und dann irgendwie eine halbe Stunde später war ich wieder beim Chef. Übrigens der gleiche, der bei der Kündigung so geweint hat. Erst gewütet und dann geweint. Auf jeden Fall saß ich dann wieder beim Chef und ich so: Oh, ich weiß, ich konnte meinen Mund einfach nicht halten. Ich weiß, aber der hat so viel Müll erzählt und. Aber ich weiß, ich weiß. Und er so, nein, du weißt nicht. Das Ding ist, das Ganze war ein Test und wir wollten als Firma testen, wer die, ich sag jetzt mal im übertragenen Sinne, wer die Eier in der Hose hat, seinen Mund aufzumachen. Und du warst die Einzige, die ihren Mund aufgemacht hat. Alle anderen haben einfach sich das angehört, haben nichts dagegen gesagt. Ja, da kommt wieder der Daumen. Und du warst die Einzige, die den Mund aufgemacht hat. Und ich so, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, dann hat man mir ein neues Jobangebot gemacht. Darauf hatte ich aber keine Lust, weil ich dann erstmal irgendwie auch nach China wollte. Aber da dachte ich mir, hey, ne, es ist immer gut, Mund aufzumachen. Und wenn die Menschen das nicht schätzen, dann ist man auch nicht richtig positioniert. Natürlich sollte das Ganze auch ein bisschen fundiert sein, ja, weil wenn man jetzt nur dagegen redet, allein aus dem Grund, weil man gerne dagegen redet, dann ist es natürlich nicht zielführend. Und ich bin jetzt kein Mensch, der gerne dagegen redet, weil er gerne Recht hat oder gerne alles scheiße findet. Ich möchte einfach, dass es positiv für alle Beteiligten ist, ja, sowohl für Firma als auch Kunden und Mitarbeiter, ja, dass halt alle happy sind. Ja, ich möchte immer am liebsten, dass alle glücklich sind. So einer Welt lebe ich, in so einer traumhaften Vorstellung, dass alle einfach glücklich sind am Ende. Oder so viele wie möglich, ne? Ja, ich weiß, ich bin manchmal naiv. Und das Ding ist dann auch, wenn du dich respektierst, weil du weißt, dass dein Gefühl, ja, das wir alle haben, dir die Wahrheit sagt und nicht einer, der davor steht und irgendwie sagt, ich gebe euch eine Schulung oder so. Wenn du das weißt und wenn du hinter dir stehst und hinter deiner Meinung, dann wirst du auch mehr und mehr Respekt bekommen. Und dann kannst du auch mal blöd wie ein Huhn durch die Gegend gackern, weil das Ding ist, man muss dann keine Fassade mehr aufbauen. Viele Menschen fühlen sich so, dass sie
sich irgendwie bestimmt kleiden müssen oder verhalten müssen, um Respekt zu bekommen. Aber da bekommt man den Respekt nicht. Den bekommt man, wenn man sich selber respektiert. Da muss man sich nicht verstellen. Und das ist das, was ich immer wieder gemerkt habe, dass ich jeden Menschen respektiere, wenn er gut zu anderen ist. Und wenn er auch wirklich ehrlich ist und sich auch traut, mal schwach zu sein. Ja, und die Vorgesetzten, die ich halt häufig hatte, standen über mir hierarchisch gesehen. Und so haben sich viele Menschen, auch oftmals Männer, über mich gestellt, weil es einfach mein Thema war. Und ich habe mir immer gedacht, hier stimmt was nicht. Ja, hier ist jemand weisungsbefugt mir gegenüber, der aber weniger Ahnung hat und weniger Menschenverstand und auch weniger Humor, ja, die linken Hände, zwei linke Hände, als ich. Und das hat mich schon immer getriggert. Aber das war halt einfach mein Thema. Und das Gute ist, dass ich da jetzt raus bin und mehr und mehr erkenne auch, was Menschen da irgendwie die ganze Zeit so einfach so anstellen. Ja. Deswegen, ich respektiere nicht jemanden mehr, der über mir steht, hierarchisch oder so, sondern wenn er sich Respekt verdient hat und wenn er andere respektiert und jemand, der andere nicht respektiert, der braucht sich auch nicht wundern, wenn er auch mal so ein bisschen geneckt wird, sag ich jetzt mal. Getriggert, weil wir triggern uns ja gegenseitig die Themen und ich trigger auch gerne den Menschen die Themen hervor. Aber ich möchte einfach, dass mehr Gerechtigkeit herrscht in dieser Welt und dass Menschen, die sich unterdrücken lassen, endlich ihren Wert erkennen und sich trauen, den Mund aufzumachen und sich trauen, zu sich zu stehen, ja, weil diese Sensitivität ist eine Gabe. Das habe ich immer wieder erkannt. Ja, Hühner gackern eben gerne, ne? Hühner gackern gerne. Aber ich mache jetzt hier an der Stelle mal wieder einen Punkt. Vielleicht hat es ja den einen oder anderen inspiriert oder motiviert, wenn du noch in so einer Konstellation steckst, wo du vielleicht klein gehalten wirst, dass du dich traust, den Mund aufzumachen. Weil auch wenn dir vielleicht ein Vorgesetzter das Gefühl gibt, dass du nichts wert bist und dass du jederzeit zu ersetzen bist, vielleicht ist das gar nicht die Wahrheit. Und vielleicht kommt die Wahrheit dann ans Licht, wenn du mutig für dich und deine Wahrheit einstehst und deine Meinung traust zu sagen. Und jeder Chef, der deine ehrliche Meinung nicht hören möchte, ist es vielleicht auch nicht wert, dein Chef zu sein. Da, ne, weil man darf es nicht immer nur so einseitig sehen, sondern gerne auch beide Seiten. Deswegen auch dieses ganze Manipulative, ich bin zu dem nett, weil der könnte mir was bringen oder weil das ist der Chef. Ich verstehe das nicht. Ich sage euch eins, ich hatte wirklich vor der Putzfrau viel, viel mehr Respekt damals in der Firma als vor meinem Vorgesetzten. Einfach, weil er so eine Lachnummer war. Also jetzt nicht böse gemeint, aber kann da auch nicht so tun, als ob, ne? Das geht nicht. Und es macht mir auch Spaß, Menschen, die sich über andere stellen und sich für was Besseres halten, so ein bisschen wieder zu erden und vor Augen zu führen, du bist nichts Besseres als jemand anders. Und dieses Gefühl gebe ich dir jetzt. Und das ist das Gefühl, was die Menschen auch brauchen, um andere Menschen, die hierarchisch gesehen unter ihnen stehen, zu respektieren und zu wertschätzen. Denn viele narzisstische Chefs ernähren sich energetisch von ihren Mitarbeitern und tun so wie, ja, ihr braucht mich. Ich sage euch eins, es ist genau andersrum, weil ein narzisstischer Chef, der würde verhungern, wenn er seine Mitarbeiter nicht hätte. Nicht materiell, sondern emotional. Es ist immer alles genau andersrum, als es uns
gezeigt wird. Und im Optimalfall ist natürlich auch ein Angestelltenverhältnis eine Partnerschaft, wo man einander respektiert und wertschätzt. Und dafür setze ich mich auch ein. Für Gerechtigkeit, Fairness, Wertschätzung und Liebe. Ja, das war es jetzt. Mit dem Coaching bin ich immer noch nicht weiter. Ich werde da nochmal in mich gehen, ob da ein neues Paket kommt oder wie auch immer. Ach ja, wer noch was zum Thema Manipulation und so sehen will, guckt euch auf Netflix die Miniserie mit auch Donald Trump an. Es ist auch sehr spannend, ne? Weil er ist genau das auch beschrieben. Ich bin zudem nett, weil das ist der Böse, vor dem hat jeder Angst, also verbünde ich mich mit dem, weil wenn ich den Bösen auf meiner Seite habe, dann haben die Menschen auch vor mir Angst, weil sie vor dem Angst haben. Und sehr, sehr viel Manipulation und mehr Schein als Sein und sehr viel Unsicherheit getarnt hinter einer perfekten Fassade. Aber die Wahrheit kommt ans Licht.